Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Herr Hartmut Lauda. Ich stelle Ihnen ein Vorführ-E-Bike bei uns vor für die Saison 2023. Das ist ein Riese und Müller Swing. Swing, sehr schöner Rahmen aus dem Grund Swing. Früher hat man einfach gesagt, ein Damenrad da dazu. In Form klassisch, angelehnt vielleicht so an den Holland-Typen, aber wesentlich weiterentwickelt. Bei den Holland-Rädern, da sitzt man ja ganz aufrecht drauf. Hier hat man mehr so die deutsche Fahrweise, ein bisschen leicht nach vorne geneigt, etwas sportiver. Das Swing-Modell wird schon mindestens 10 Jahre gebaut von Riese und Müller. Eigentlich ein Brot- und Butter-E-Bike. Und es hat aber mittlerweile sehr, sehr gute Eigenschaften bekommen. Also das ist immer wieder weiterentwickelt worden. Und ich sage Ihnen jetzt die Besonderheiten, was dieses Modell auch unterscheidet zu anderen Damenrädern. Wir haben einen schönen praktischen tiefen Durchstich. Der dürfte etwa so 40 cm hoch sein. Mit einem Drachengriff ausgestattet, dass man auch mal das E-Bike hochheben könnte. Dann hat unser Vorführ-E-Bike hat 26 Zoll Laufräder, also ist tatsächlich geeignet für Personen zwischen 1,55 bis 1,65 cm Körpergröße etwa. Wir haben interessanterweise einen starken Bosch-Motor drin, und zwar den Bosch Performance mit 65 Newtonmeter. Der Motor treibt eine 8-Gang-Narbe an über einen Zahnriemen. Also das bedeutet, das E-Bike ist nahezu wartungs- und verschleißfrei. 8-Gang-Narben kann man ewig lang laufen lassen ohne Wartungsarbeiten. Den Zahnriemen mindestens 30.000 Kilometer. Und das ist nahezu geräuschlos, läuft das E-Bike. Also das ist wirklich angenehm. Es ist ein sanftes Dahingleiten am Berg. Hat so viel Bums, dass sie angenehm hochkomme, ohne dass sie sich anstrengen müsste. Die Fahrstabilität, ja, das möchte ich unbedingt noch erwähnen, ich habe es ausprobiert. Obwohl es diesen tiefen Durchstich hat, ist es extrem in sich steif. Also das ist flatterfrei. Was ich schon oft bei Damen-E-Bikes oder Damen-Fahrrädern erlebt habe, war dann einfach, wenn so ein Großer mitfährt oder wie auch immer, schneller Berg runter, dass es dann ins Flattern kommt. Probieren Sie es mal aus. Fahren Sie mal ein bisschen freihändig mit so einem E-Bike, dann merken Sie, ob es stabil ist oder nicht. Den Strom kriegt das Rädle aus einem 500 Wattstunde Akku aus dem Gepäckträger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab immer da so neunmal Kluge, die dieses System totgeredet haben und habe ein oder schlecht geredet und habe gesagt, man darf keinen Akku-Gepäckträger oder hinten drauf nehmen. Ich sage Ihnen eins, ich war dabei, als die ersten E-Bikes gebaut wurden, und wir haben sie ausschließlich nur auf dem Gepäckträger. Ist der Gepäckträger stabil, so wie dieser hier? Und der Akku hat nur 2, irgendwas wie viel Kilogramm Gewicht, dann merken Sie das nicht beim Fahren. Also da schlackert nichts und macht nichts, wenn Sie da damit fahren. Und jeder, der sagt, das sei ein schlechtes System, der hat keine Ahnung vom E-Bike. So, das sage ich jetzt einfach. Es gibt von Riese und Müller sogar so ein schickes Korbsystem, wo Sie dann allerhand Sachen mit einkaufen können. Das kann man dann da in verschiedene Etagen einhängen, sehe ich gerade, jawohl, da und da. Hinter drauf ging es auch noch ein Körbel, vorne am Lenker ist auch noch ein Körbel angebracht. Also es ist rund, es ist, gehört zu der Kategorie E-Bike statt Auto. Ich habe hier extra hier das Bild angebracht von den verrosteten Dinger. Damit sind sie im Grunde genommen unterwegs, so wie man das sich heute vorstellt, nachhaltig, mit minimalem Energieverbrauch, schonen die Umwelt. Und tun was für sich selber. Also kommen Sie einfach mal zur Probefahrt nach Lauda, probieren Sie das an unserer Weinbergstrecke oder durch die Stadt durch oder wie auch immer. Tun Sie einfach mal hin, was reinstecken. Wir haben Wasserkanister da, das machen wir dann voll, dann können Sie mitfahren und sehen, wie stabil das ist. Also einfach anmelden in unserem Online-Kontaktformular und dann machen wir einen Termin aus und dann dürfen Sie vorbeikommen und dann steht es für Sie bereit. Also dann, bis bald. Tschüss.